Okay, ich bin weg. Bis dann. Und? Okay, mal sehen. Also ich wird vermutlich Dark werden. Ich hoffe es. Yes! Dark, okay. Herzlich willkommen. Hier sehen sehr viel Mesh. Warte, ich lade gerade nochmal meinen Stream neu. Alles klar. Das hier ist Sonic Adventure 2, ursprünglich erschienen für die Sega Dreamcast. Das hier ist die Neuauflage für den GameCube, erschienen im Jahre 2002. Und du kannst uns, glaube ich, am besten was zum ersten Level von Eggman sagen. Genau, also erstmal ist es die PC-Version. Es ist nicht der GameCube, auch wenn es da steht, aber Seraphim runnt auf Dreamcast und PC. Und eigentlich praktisch jeder runnt das Spiel auf PC. Ich weiß nicht, warum die da GameCube stehen haben. Wegen dem Battle. Das Battle ist eine Neuauflage für den GameCube gewesen. Ja, das stimmt. Und halt auch für den Steam. Die späteren Releases sind alle basierend auf der GameCube-Version. Ich nehme an, da hat es irgendwie eine Verwechslung gegeben. Okay, interessant. Ja, jedenfalls. Das ist die PC-Version, auch wenn es da nicht steht. Und das ist der erste Eggman-Level. Eggman ist einer von drei Spielstilen, die man hat. Eggman ist in so einem Roboter, mit dem man rumlaufen und schießen kann. Später kriegt man noch ein Upgrade, mit dem man so ein bisschen schweben kann. Das hat man aber für die ersten zwei Eggman-Level noch nicht. Und im ersten Eggman-Level, da passiert erstmal noch nicht so viel. Da hat man hier diese Aufzüge, auf die man warten muss. Wenn man später zu dem Level wieder zurückgeht, dann kann man einfach runterspringen und dank dieses Hover-Upgrades kann man dann einfach unten durch die Tür sich durchschießen und muss nicht auf den Aufzug warten, aber das hat man, den Luxus hat man in Story-Runs leider nicht. Das hier hat man etwas Downtime. Und ansonsten ja hier diese eine Tür, da kann man sich noch durchquetschen, das ist die einzige im Level, wo man das machen kann. Und das war's dann im Prinzip schon mit dem ersten Level. Ende gibt's noch so ein, muss man noch so eine Rakete anschießen, die hat ein sehr merkt, die ist sehr schwer anzuvisieren. Das ist, da kann man teilweise ziemlich nervig Zeit verlieren, weil es einfach manchmal nicht funktioniert. Ja, das lief ganz gut jetzt für den ersten Level. So. Aber er hat ein Setup gefunden, womit er das anvisieren kann, obwohl er gar nicht auf derselben Ebene ist wie das. Ja, es gibt eine Strat dafür. Ah. Aber sie ist. Ich mag's nicht. Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich das Ding anvisieren muss. Ja, glaube ich dir. Ich kenne das ja. Ja. Ein C hat er übrigens bekommen, was gar nicht so schlimm ist. Ja. Im Speedrun kriegt man eigentlich keine guten Ränge, weil man ja Punkte sammeln muss. Genau. Und allein durch Schnellgehen kriegt man keine Punkte. Gerade in den Eggman-Leveln, weil die davon ausgehen, dass man die ganzen Gegner anvisiert und zerstört. Und da hat man meistens ziemlich schlechte Ränge. Ja, kommen wir zu Dry Lagoon. Das ist der erste Rouge-Level. Mit Rouge muss man drei Emerald-Pieces finden. Die sind zufällig ausgewählt von über 100 verschiedenen Orten, wo die sein können, 100 pro Level. Und man nimmt sich den ersten Hinweis vom Monitor. Jedes Piece hat drei verschiedene Hinweise und in der Regel nimmt man sich den ersten und daran kann man dann im besten Fall sofort wissen, wo dieser Emerald ist. Und er hat jetzt hier sehr gute RNG gekriegt, sehr gute Pieces, weil dieses Level hat das Problem, das hat diese zwei komplett unterschiedlichen Gebiete, also das Gebiet, wo er am Anfang war und dann ist er in das andere gegangen. Und das am Anfang gerade, wenn du zwischen den Gebieten rumwechseln muss oder auch im ersten Gebiet nach oben klettern muss, da kann man verdammt viel Zeit verlieren. Und die Zeit, die er da hatte, war jetzt sehr gut, weil er alle Pieces im zweiten Gebiet hatte. Einer Fun Fact, die beiden Gebiete sind auch räumlich voneinander getrennt, also sie sind wirklich nicht oben, übereinander, untereinander oder nebeneinander. Genau. Sie sind etwas weiter voneinander entfernt auf der Map, damit man nicht außersehen in der falschen Ebene, sage ich mal, den Ausschlag des Radars hat. Genau, man kann aber out of bounds
Lippen durch die Wand durch und zu der anderen Seite rüber schweben. Also so weit sind sie dann auch nicht entfernt. Aber es ist weit genug, dass man kein Radar hat. Genau. Ein Radarfehler. Was man jetzt hier bei Sand Ocean gesehen hat, am Anfang des Levels hat er den Level erstmal neu gestartet. Und das macht er, weil der Level hat am Anfang eine kleine Cutscene. Und der Level hat Plattform Cycles, also Plattformen, die sich hin und her bewegen. Und diese Plattformen, die bewegen sich schon während des der Cutscene. Und wenn man den Level am Anfang neu startet, dann resetten sich diese Plattform Cycle. Und dann kann man einen besseren Cycle erwischen und Zeit sparen. Und er hat jetzt hier sogar den ersten Cycle geschafft. Dieser Level ist wirklich extrem schwierig, ja, da den Cycle zu kriegen. Und da man gerade weil man auch nicht das Hover-Upgrade hat, das heißt, man muss wirklich extrem präzise Plattformen, dass man da überall rüberkommt. Und der kleinste Fehler, da stirbt man im Prinzip gleich und verliert einen Haufen Zeit. Also das lief sehr gut jetzt hier. Der Jump gerade war auch ziemlich gut ausgeführt. Der ist tatsächlich auch ziemlich schwierig. Casual, tatsächlich habe ich den nie hinbekommen. Obwohl ich dachte, der wäre möglich. Aber hallo Speedrun Strats. Ja. Hier am Ende hat er leider einen Sprung verpasst. Der ist nicht ganz consistent. Wenn man nach diesem Speedpad, wo man diesen langen Sprung macht, wenn man da landet und am richtigen Moment dann springt bei der Landung, kann man direkt eine Stufe höher landen. Dann am Ende, wo man diese Balken umschießt. Und da etwas Zeit sparen, aber das kann man nicht konsistent hinkriegen. Das ist zu präzise. Man kann das so eine 50-50-Sache meistens. Muss man einfach Glück haben. Das ist halt so eine Task-Geschichte. Ja, nicht Task, ist nicht so schwer. Wenn man selbst spielt, dann kriegt man es ungefähr so, ich sag mal, so 50% der Zeit hin, aber das klappt halt nicht immer. Und es sind auch nur irgendwie so 3 Sekunden Verlust, wenn man es nicht schafft. Das war jetzt auch schon das dritte Level. Wir bewegen uns jetzt auf den Runaway Highway, oder wie heißt das? Radical Highway. Genau. Ja, das ist der erste Shadow Level. Der hat jetzt auch ein Plattform-Cycle am Anfang, der ist aber nicht so schwer zu kriegen. Die edgigste Stage im Spiel. Was man hier sehen wird, diese Tonnen, wo man eigentlich drunter purzelbaumen muss, was jetzt eben so aussah, wie als wäre einfach unten durchgelaufen, das ist ein Effekt, der nennt sich Storage. Und zwar, wenn man den Action-Button, das ist auf dem Controller, entweder X oder B auf dem Xbox-Controller, die machen beide dasselbe, deswegen sage ich einfach Action-Button, weil damit man nicht verwirrt wird. Wenn man den hält, dann hat man ungefähr eine Sekunde Verzögerung, bis der anfängt bin-dashen. Und in dieser einen Sekunde Verzögerung hat man dieselbe Hitbox, wie wenn man einen Purzelbaum macht, allerdings ohne durch diese langsame Animation vom Purzelbaum zu gehen. Und auf die Art und Weise kann man sowohl unter diesen flachen Hindernissen durchgehen, ohne Geschwindigkeit zu verlieren, als auch, was man später sehen wird, wenn alles gut geht, in Bossfights kann man Schaden dem Boss machen damit. Und was man auch eben an dieser großen Brücke gesehen hat, da ist er auf diesen roten Schienen an der Seite der Brücke gegrindet. Diese Schienen sehen zwar sehr groß aus und sehr einfach drauf zu landen, aber die Hitbox von diesen Schienen ist in Wahrheit wirklich winzig und es ist sehr einfach, die zu verfehlen. Ja, das kann ich aus meinen diversen Playthroughs definitiv sagen. Das hat mich so viele Leben gekostet. Übrigens, in der Battle Edition, kleiner Fun Fact, ist in jedem Level Big Wicked Cat versteckt. Ah ja, genau. Das ist auch so ein kleines Ding, weswegen er eben, also der Runner eben geschrien hat, Big, schau, look, it's big. Ja, das ist so ein bisschen so ein Meme bei uns geworden, dass man immer so Scherze macht über die Kategorie Big the Cat Percent, die keiner wirklich ernsthaft runnt, weil das niemand tun sollte, aber es ist halt immer so ein Running Gag Meme, was auch immer. Und
die Idee ist, dass man in jedes Level reingeht und wenn man Big the Cat sieht, muss man das Spiel pausieren und auf Big the Cat zeigen und sagen, look, there is Big the Cat. Was? Das macht aber niemand wirklich und das sollte niemand tun. Das ist grauenhaft, aber... Oh, oh, das war böse. Wir sind im fünften Level. Genau. Oh, wie hieß das nochmal? Was ist eine Hitbox? Das ist, Hitbox ist im Prinzip der Teil von etwas, was man sieht, was Kollision hat. Also im Falle von diesen Schienen an der Brücke, da konnte man, die sahen sehr groß aus, die sahen sehr breit aus, aber die Hitbox, das, wo man wirklich drauf landen kann, ist sehr klein. Richtig. Also quasi das, was dich ranzieht und worauf du sliden kannst und genau, Momentum aufbauen kannst. Das, was solide ist im Prinzip. Und das hat diesen Begriff gibt es sowohl bei Charakteren in dem Spiel als auch in Levelgeometrie, als auch in sämtlichen Objekten, die irgendwie im Level drin sind. Richtig. Genau das. Aber ein A bekommen. Ja, tatsächlich. In Hunting-Leveln, da kriegt man meistens einen A-Rang sogar im Speedrun, weil man höhere Punktboni kriegt, je schneller man den Level, je schneller man Emerald-Piece findet. Stimmt, das sind ja 2000. Genau. Und wenn man das Piece unter einer Minute findet und nur ein Hint benutzt, kriegt man, glaube ich, 2000 Punkte pro Piece. Und in einem Speedrun hat man das eigentlich immer, wenn alles gut läuft zumindest. Das ist, wir sind jetzt auf der Colony, Space Colony A. Genau. Und Eggman versucht hier halt ein bisschen Schabernack zu teilen, beziehungsweise was vorzubereiten, was später noch für die Story relevant ist, aber wir gekonnt ignorieren. Genau. Und hier kriegt man jetzt auch das Upgrade für Eggman, so dass man etwas schweben kann. Richtig. Genau hier. Jetzt sieht man auch sofort. Das rettet einem auch sehr auf den Arsch. Genau. Wenn man das früher haben könnte, wäre Sand Ocean deutlich angenehmer. Ja. Ja, zu dem Level, er ist relativ geradlinig. Hier kann man einen, genau, das kann ich erklären, jetzt habe ich Zeit. Es gibt eine Mechanik in diesem Spiel für gerade Eggman und auch Tails in Hero Story, funktioniert genauso. Sobald man das Upgrade zum Hovern hat, eine Mechanik, die nennt sich Hover Jump. Und was man macht, ist, man drückt A zweimal, also man springt und fängt sofort an zu hovern. Und umso schneller man die beiden Tasten drückt, umso weniger Frames zwischen den beiden A-Inputs ist, umso höher kommt man. Und damit kann man dann auch Höhen von bis zu zwei so Boxen erreichen und drüber kommen. Und was man machen kann, was man eben gesehen hat, da ist übrigens Big the Cat, das hat er eben schön gezeigt. Boah, ich hab das nicht gesehen. wenn man eine sehr, sehr hohe Distanz überbrücken will oder sehr weit hoch muss mit so einem Hoverjump, kann man das auch mit pausieren kann man im Prinzip das Spiel austricksen, dass es denkt, man würde A schneller drücken. Im Prinzip das Prinzip ist, normalerweise muss man A zweimal schnell drücken mit einem Finger, aber das ist schwer. Deswegen drückt man A und Start mit zwei Fingern und das kann man viel schneller machen, als zweimal A zu drücken. So, im Prinzip funktioniert das Prinzip davon. Und dann kommt man einfach viel höher. Genau. Damit haben wir aber auch schon die Stage 5 hinter uns gelassen. Genau. Nee, 6 sogar schon. Ich kenne die Nummer gar nicht. Ja, der Level ist ziemlich schwer. Da sieht man auch sehr viele Hoverjumps. Und hier ja. dieser erste Hoverjump, wo er eben runtergefallen ist und dann abgeschossen wurde. Das passiert mir übrigens sehr oft. Ich hasse diesen Hoverjump. Ist grauenhaft.
Den macht man auch, um ein Upgrade zu skippen. Das Upgrade findet man ziemlich am Start des Levels, mehr auf der linken Seite, wo er rechts lang gegangen ist, um auf diesen Tank zu gehen. Und dieses, Entschuldigung. Und dieses Upgrade, da kann man dann die Metallboxen mit kaputt machen. Aber das braucht man eigentlich gar nicht in dem Run und deswegen kann man eigentlich dran vorbeigehen. Genau, man findet das in einem der garagenähnlichen Teile an der Seite, genau. Die man da gesehen hat. Frage ist jetzt, die sich Spieler stellt, wenn man das Level abgeschlossen hat, denkt das Spiel, dass man das eingesammelt hat? Nein, das hat man dann gar nicht. Man muss, wenn man es haben will, später muss man wieder zurückgehen und es einsammeln. Aber für einen Speedrun, für eine normale Dark Story ist das nicht relevant. Das braucht man eigentlich nur für Casual und wenn man sowas macht wie 180 Emblem-Runs. Genau, das war meine Frage. Also, beziehungsweise, das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber du hast sie ja schon im Vorhinein beantwortet. Alles super. Alright, so the stage is trolling me a little bit. I missed it my Hodge jump, so I was supposed to just land right. Hat er den Phoenix eingesammelt? Ja, scheinbar, aber das hat keine Relevanz zum Run. Es war vermutlich einfach nur, weil er da lag. Ist auch gut. So the second boss fight that's coming up is Tails 1. Without strats, this can actually be a bit of a dangerous fight since it's similar to Oh, was war das nächste Level nochmal? Der White Jungle dürfte das gewesen sein, oder? Um ehrlich zu sein, kenne ich die Abfolge gar nicht so genau. Wenn ich das spiele, dann weiß ich auch nie so, was als nächstes kommt. Ich habe dann immer so, okay, der Level, okay, der Level, okay, der Level, aber ich weiß jetzt nie so, okay, der Level kommt als nächstes. Aber genau, der Tails Boss, und dann müsste White Jungle kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Boss ist auch ganz interessant. Man muss im Prinzip nur auf Tails draufschießen. Aber was wichtig ist, Tails bewegt sich nicht, bis man anfängt zu schießen. Das heißt, man kann gerade auf ihn zulaufen für den ersten Hit. Und sobald man direkt vor ihm steht, kann man ihn abschießen. Und dann kriegt man praktisch ganz einfach den ersten Hit. Ach ja, Security Hall kommt ja erstmal mit den drei Chaos Emeralds. Ja, Security Hall ist ein ganz grausamer Level. Oh ja. Das Witzige an dem Level ist, es hat diese Safes am Rand und Emerald Pieces können in diesem Safe sein. Und es gibt drei verschiedene Farben für Safes. Und es ist immer nur eine dieser Farben offen. Und wenn man ein Emerald Piece in einem Safe hat, was zu ist, muss man hoch in diesen Bereich im Level, wo er gerade ist, und einen Schalter drücken und dann wieder runter. Und wenn es ganz dumm läuft, muss man zweimal hoch für zwei unterschiedliche Saves. Wow. Und dann die Zeiten, die man in dem Level kriegt, können variieren zwischen 30 Sekunden und 1 Minute 30. Aber das, was er jetzt hier eben gekriegt hat, war eine sehr gute Zeit. Ja, wir hatten echt schönes Pattern bekommen. Ja, das war echt super. Jetzt kommt erstmal Hotdog, glaube ich. Nee. Flying Dog. Der Flying ist, Dog, genau. Ja, der ist auch ziemlich schwer. Eigentlich ja. Einer der schwierigsten Bosse in diesem Run. Man kann am Anfang einen Spiral Screw kicken. Er macht sogar eine relativ exotische Strat da, aber ich weiß gerade nicht genau, wie die funktioniert, deswegen kann ich nicht so viel drüber sagen. Ich benutze für den Boss eine andere Strat, deswegen weiß ich nicht genau, wie das, was er jetzt macht, funktioniert, aber... Das kann ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Es gibt ja die Schnellstrat von Sonic und Shadow, von Sonic gegen den ähnlichen Gegner. Ich glaube, Hotdog heißt der. Genau dasselbe nutzt man auch aus, indem man einfach höher ist, als man normal springen kann durch die Boxen, kann man ihn halt hitten, während man ihn eigentlich nicht hitten sollte oder halt ohne das Hochklettern. Ja, das beschleunigt halt den Fang. Das macht man auch eigentlich casual, so ist der Boss eigentlich gedacht, dass man das macht, entweder durch die Boxen oder durch die Gitter an der Seite, dass man hochklettert. Aber was hat denn er anders gemacht? Was ich normalerweise mache, ist, dass ich am Anfang
wenn er so auf einen zu über einen drüber fliegt, da kann man einen Spiral Upper Kick machen und dann so einen ersten Hit früh kriegen. Dann kann man ihn, indem man an den Rand fliegt, wenn er so aus der Arena rausfliegt und wieder reinkommt, kann man ihn direkt, sobald er reinkommt, hitten. Und das verursacht, dass er immer in derselben Ecke stehen bleibt. Und dann kannst du ihm da, Schaden zufügen. Und dann, anstelle auf die andere Seite vom Raum zu gehen, bleibt er an der Stelle. Und dann kannst du alle Hits in dieser einen Ecke machen. Ich weiß jetzt nicht, die Strat, die er gemacht hat, kann ich nicht wirklich, die kenne ich nicht. Achso, alles gut. Es gibt noch eine andere Strat, die genauso schnell ist, aber kann ich leider nicht erklären. Also das, was gerade auch passiert ist, zum einen wurde das Incentive für Big the Cat Sonic DX getroffen, das heißt, den Mann werden wir im Anschluss sehen. Ja, ich habe keine Ahnung, warum. Aber es wird passieren und ich habe Angst davor. Ich kann für Sonic Adventure DX kann ich auch noch da bleiben, wenn ihr sonst niemanden habt. Da kann ich eventuell ein bisschen was zu sagen. Lass mich kurz gucken. Das wäre wenig, aber ich denke nicht, dass er da irgendwas dagegen hätte, wenn wir da von einem Runner tatkräftige Unterstützung hätten. Also ich bin kein Sonic Adventure DX Experte, aber ich habe andere Stories gerannt und ich habe auch früher ein bisschen mal Big the Cat gemacht und ich habe viele Runs von dem Runner auch schon gesehen. Also ich könnte da sicherlich auch die ein oder andere Sache zu sagen. Dann würde ich mal sagen, lass dich nicht aufhalten. Ja, okay, cool. Wenn Veni da nichts gegen hat. Wir haben dafür jetzt aber White Jungle, was mit dem Timer übrigens versehen war, was relativ unwichtig war. Hat keinen Effekt auf uns Speedrunner. Richtig, das vergisst man einfach. Aber jetzt kommt der beste Bossfight. Dieser Boss ist übrigens, der hat die Strat mit Storage, was ich vorhin erwähnt habe, mit der Purzelbaum-Hitbox. Ich weiß es nicht. Ah, genau. Die sprechen im Hintergrund den Dialog mit. I make you eat those words. Bei den Storage hat er jetzt hier nicht gemacht. Der macht den benutzt man meistens nur in Hero Story. Es gibt nicht jeder benutzt den in Dark Story und ich finde es auch in Dark Story, da ist die Bewegung vom Boss ein bisschen anders. Und da lässt sich der schwer einsetzen. Hier ist er jetzt leider nicht zu Einsatz gekommen. Aber zum Beispiel, wenn man denselben Boss hat in Hero Story, da würde es dann so aussehen, als würde man einfach in Shadow reinlaufen und er würde Schaden kriegen. Und das ist dann eben dieser Storage-Effekt. So, jetzt haben wir so ein bisschen die. Holt euch einen Kaffee und was zu trinken und geht auf Klo-Runde, Level. Ja, eben hat er sein Auto umgedreht. Das spart keine Zeit. Das ist einfach nur eine witzige Strat für Marathons, um für Lacher zu sorgen. Und alle im Hintergrund feiern das. Es ist so durch. Ja. Aber jedenfalls, die Mechanik, die in diesem Level für Speedruns zum Einsatz kommt, ist, dass man hat das normale Fahren und man kann in Drift-Modus kommen. Und im Drift-Modus hat man eine höhere Speed Cap, das heißt, man kann höhere Geschwindigkeiten erreichen. Normalerweise ist es so gedacht, dass du normal fährst und wenn es bergab geht oder du einen Boost kriegst, dann erhöht es deine Geschwindigkeit. Aber sobald es dann wieder gerade geht oder der Boost aus ist, wirst du wieder langsamer. Allerdings, wenn du dauerhaft in diesem Drift-Zustand bleibst, dann behältst du permanent diese hohe Geschwindigkeit bei. Und so kannst du dann eben relativ schnell durch diesen Level durchkommen. Richtig. Und dann der Rest ist, dass man strategisch Ringe einsammelt, dass man Boosts an den richtigen Stellen bekommt, weil das hängt davon ab, wie man die Ringe einsammelt, wann man die Boosts kriegt. Ich möchte übrigens mal wirklich mit dem Typen sprechen, der das Auto designt hat. Ich brauch sowas. I am so impressed by the sheer display of skills. Been watching for most of the week and I got to say, this is incredibly entertaining. Keep up the good work and shout from Canada.
We have $374 from Dice. Es ist einfach so blöd. Stage ist aber auch gleich vorbei. Ja, noch circa 20 Sekunden oder so. Ja, ist der Level fertig. Ja, genau, der Level, nicht das Level. Als nächstes haben wir. Diesmal erinnere ich mich sogar, welcher Level als nächstes kommt. Oh, ich glaube, ich weiß auch noch welches. Ja, Skyrail, glaube ich. Genau. Ich hab das Level so gehasst. Ich finde den Level super. Was schade dran ist, ist, dass es so kurz ist in einem Speedrun, dass man es kaum mitkriegt. Das Design ist super, das stimmt. Ja, ja. Und im Speedrun ist der im Idealfall circa 50 Sekunden lang. Das ist aber schade. Ja, er macht. Ja, das Schlingern beim Fahren, das ist die Strat, um permanent in diesem Driftzustand zu bleiben, dass man die höhere Geschwindigkeit beibehalten kann. Und deswegen schlingert man die ganze Zeit so von links nach rechts. Da habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, das ist Skyrail. Da gibt's eine Abkürzung, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob die so von den Entwicklern gedacht war oder nicht. Oh. Jedenfalls, was man gleich sieht, ist, er springt von der Rail, von der Schiene runter und landet auf diesen Kürbiskopfbergen da, auf diesen Halloween-gruseligen Kürbissen da und bewegt sich diagonal im Prinzip durch den Level und es gibt so einen ganz schön großen Bereich und ist dann eigentlich ziemlich direkt am Ende des Levels. Es muss ja gedacht sein, weil der blöde eine Pumpkin hatte ja so einen Vogel drauf. Ja, stimmt. Also die haben zumindest sind davon ausgegangen, dass man da drauf geht. Ich weiß nicht, ob sie davon ausgegangen sind, dass man die benutzt, um den Level zu skippen. Aber ja, 47 Sekunden ist eine super gute Zeit. Ja. Vor allem in Runs. Wow, das war echt ein gut executed, ausgeführter Level. Ich sollte aufhören, das englische Wort zu benutzen, das verwirrt mich nur. Ja, oh nein. Ja, dieser Boss Egg Golem, komischerweise, wenn man den anschießt, wenn du auf seine rechte Schulter zielst, machst du aus irgendeinem Grund mehr Schaden. Was? Ich frag mich nicht, aber es ist so. Das ist gut zu wissen. Deswegen in Speedruns sieht man die immer so komisch zur Seite schießen. Aber ja. Es ist ein merkwürdiger Boss. War's auch schon mit dem? Jo. Nimmt man sich noch ein paar Punkte mit? Für B-Note? Hey, Mad Space, das ist vermutlich euer aller Lieblingslevel. Hier sammelt man jetzt ein Upgrade ein. Wieder, um Metallboxen zu zerstören zu können mit Rouge. Das Upgrade kann man sogar skippen, aber es ist recht riskant, das zu machen, weil man eventuell dann doch ein Emerald Piece kriegt, wofür man Metallboxen braucht, und dann muss man wieder zurückgehen zu diesem Planeten und das einsammeln. Wenn jetzt einer von euch behauptet, dass Mario Galaxy das erste war, was mit Planeten und Gravitation gekommen ist, Sonic Adventure 2, Jungs. Ja, Sonic Adventure 2 gab's zuerst. Nee, das ist danach erst rausgekommen. Sonic hat voll bei Mario geklaut, genau. Ach, und übrigens, was viele nicht so wissen, das System von den Emerald Hints, die lügen zwar und sind rückwärts geschrieben, aber da steckt ein System dahinter. Und zwar, jedes Piece hat ja drei verschiedene Hints, die man nach und nach einsammeln kann. Und der erste Hint, der ist zwar rückwärts geschrieben, aber er sagt wirklich die Wahrheit. Der zweite Hint, der ist richtig rumgeschrieben, aber er lügt, und der dritte Hint ist auch richtig rumgeschrieben und sagt dann, es ist nicht an diesem ganz spezifischen Ort, und da ist es dann. Also das ist immer dieses System, nach dem das funktioniert.
get a ring for safety, or you can go for an immediate hit. We'll see what Seraphim's going to opt for. Oh mein Gott, Spares! Oh, jetzt kommt die Sexual Tension in den Speedrun rein. Ja, Sonic Knuckles, Warte, was? Sonic Knuckles, Rouge Knuckles, sorry. Sonic und Knuckles! Da gibt's genug Fanfictions drüber, das brauchen wir nicht. Man führt im Prinzip dauerhaft Drill Dives auf. Und man hält im Prinzip die ganze Zeit nach vorne und springt und drill-dived nach unten. Und wenn man das richtig macht, dann bleibt der Gegner im Prinzip die ganze Zeit an derselben Stelle und man kann nach und nach alle vier Hits reingeben. Und der Bossfight funktioniert auch genauso in Hero wie in Dark. Und glaub mir, normal den Bossfight zu machen, kann richtig abfucken. Ja, grauenhaft. Der ist grauenhaft, Design. Ich würde jedem empfehlen, der dieses Spiel spielt, die Speedrun-Strat zu lernen, bevor anstelle des Casual zu machen, weil Casual ist dieser Kampf unglaublich grauenhaft. Der ist wirklich richtig ekelhaft. Cosmic Wall übrigens der längste Level in der Story. Und hier hat man den Unterschied zu den anderen Eggman-Leveln. Hier hat man geringere Schwerkraft. Das heißt, wenn man hovert, geht man wirklich nach oben. Ja, und dieser Level hat auch den einzigen wirklichen Out-of-Bounds-Skip. Ich hoffe, er kriegt ihn, weil man hat wirklich nur einen Versuch dran. Er ist nicht schwer, aber wenn man nervös ist oder so, dann ist er recht... Ah, sieht gut aus. Und? Ja, und da hat er ihn. Und er ist Out-of-Bounds. Ich hänge ein bisschen hinterher, glaube ich. Kann sehr einfach schief gehen, weil wenn du unten diese Plattform, wo er eben drüber geschwebt hat, wenn du die berührst, dann bist du sofort auf dem Autoscroller, auf der Monorail und hast keine Möglichkeit mehr wegzukommen. Du verlierst sofort 40 bis 50 Sekunden. Du hast halt dann einen Rail-Shooter im wahrsten Sinne des Wortes. Und oh, der war so schlecht. Und was hier interessant zu erwähnen ist, was er jetzt hier macht, ist, er fliegt direkt zum Ende des Levels und das dauert eine Weile. Der Level ist circa 4 Minuten lang, das heißt, ich habe genug Zeit, das zu erklären. Jedenfalls, was er hier macht, direkt zum Ende zum Level zu fliegen, nennt sich in unserer Community der Russian Skip oder der russische Skip. Und zwar, das liegt daran, dass dieses Strat, dass man zum Ende des Levels fliegen kann, die längste Zeit komplett vergessen und nicht benutzt wurde. Oh, gut. Und zwar, weil es theoretisch schneller ist, wieder nach diesem Rail-Shooter, den man geskippt hat, zurück in den Level reinzugehen und den Level normal zu spielen, weil die Geschwindigkeit zum Schweben so langsam ist. Allerdings ist es nur schneller, wenn man wirklich absolut perfekte Execution im Rest vom Level hat. Das heißt, es wird dann für Level-Speedruns eher benutzt, aber für Story-Speedruns ist es eigentlich in den meisten Fällen viel besser und sicherer, direkt zum Ende des Levels zu fliegen. Und deswegen wurde dieses Strat jetzt in den letzten Monaten wieder neu benutzt. Und die ersten zwei Runner, die diese Strat angefangen haben, in Runs zu benutzen, nachdem sie für die längste Zeit komplett vergessen war, waren zwei russische Runner, Irregular Zero und Tommy Easy. Und deswegen wurde dieser Skip jetzt von den meisten als Russian Skip bezeichnet. Und ja, wo er jetzt an dieser Röhre, die er vorbeifliegt, das ist der letzte Part von dem zweiten Autoscroller, Rail-Shooter, wie auch immer man es nennen mag. Ja, und jetzt schwebt man im Prinzip nur zum Ende des Levels. Und da haben wir es, unter 4 Minuten. Und unter 4 Minuten zu schaffen, mit wieder in den Level reinzuklippen, also nicht diesen Russian Skip zu machen und zum Ende zu fliegen,
ist weitaus schwieriger. Man kann theoretisch bessere Zeiten kriegen, aber es ist unwahrscheinlich, dass man das in einem Run so hinkriegt. Wundert euch nicht, falls meine Sachen ein bisschen hinterherhinken von der Reaktion. Ich krieg den Stream nicht früher rein. Ich hänge ungefähr 8 Sekunden hinter dem lieben Rod hinterher. Ja, hier ist der zweite Eggman vs. Tails Boss. Eggman. Der läuft im Prinzip genauso ab wie der erste, mit dem Unterschied, dass Tails jetzt einen abartigen Laser hat, der einem mit einem Hit die Hälfte der Leben abzieht. Und den zu dodgen, dem auszuweichen, ist teilweise recht schwer, weil der auch eine sehr große Hitbox hat. Frag mich immer noch, warum die den eingebaut haben. Im Multiplayer-Modus gibt es den, wenn man eine bestimmte Anzahl von Ringen oder sowas eingesammelt hat. Ah ja, genau, das ist so ein Special Angriff. Genau, aber im Singleplayer verstehe ich nicht, warum die den reingebaut haben. Einfach, ich nehme an, um den Boss schwieriger zu machen. Peinlich. Ja, das ist der letzte Level, oder? Nee, das ist wirklich der letzte Level jetzt schon. Achso, ich zähle immer den Bosskampf als Einzelner. Achso, okay. Ja, jedenfalls ist der letzte vollständige Level, der kein Bosskampf ist. Der hat diese Röhren, die ihre eigene Schwerkraft haben. Und die sind, sind besonders etwas merkwürdig. Und man braucht wirklich sehr viel Erfahrung, um damit gut umgehen zu können mit diesen Röhren. Und selbst viele Leute, die eine gute Zeit haben in Dark Story, haben kein wirklich gutes Verständnis, wie diese Röhren funktionieren. Ich würde mich selbst auch nicht dazu zählen. Ich weiß grob, wie es geht, aber ich mache auch sehr oft Fehler, weil die einfach so eine sehr merkwürdige Physik haben und man braucht wirklich viel Erfahrung, um damit gut umzugehen. Aber was er hier macht, sieht sehr gut aus. Wir haben ja nicht nur eine Gravitation nach oben oder nach unten, je nach Richtung, wo die Röhre hinzeigt, sondern man dreht sich auch spiralenförmig an denen, was das einfach nur erschwert, zu timen, wann man abspringt, wann man an die nächste Röhre springt und das Level ist halt interessant. Hier war jetzt ein Versuch, ein Level skippen kurzer, der spart ca. 10 Sekunden, aber sieht sehr cool aus. Ich hoffe, er schafft ihn beim zweiten Versuch. Man kann diese schräge Plattform nutzen, um die Gravitation zur Seite zu drehen. Leider nicht. Ich hoffe, er klappt, weil es sieht sehr cool aus. Jedenfalls, Wenn man auf Schrägen sich befindet und abspringt und gewisse Winkel auf dem Control-Stick und gewisse Geschwindigkeiten beibehält, kann man diesen Winkel, diese Schwerkraft dann auch beibehalten. Und somit kann man von dieser Schrägen kann man einen Teil vom Level skippen und zum späteren Teil dann praktisch hinfallen. Was er jetzt hier gemacht hat, sobald er ein Level erreicht hat, dreht er seinen Fallwinkel nach oben und dann merkt das Spiel auch wirklich erst so, oh warte, hier läuft was falsch mit der Schwerkraft und dann resettet es wieder zur normalen Schwerkraft und er fällt runter zum Level wieder. Ja, es wow, da geht im Hintergrund einer ab. Ja, das Spiel weiß selber nicht, wie es das handeln soll. Das ist es halt. Ja, das machen die so, das macht dieses Spiel, glaube ich, so wegen Loopings, damit es einfach gut handeln kann, wenn man so durch Loopings läuft und so. Und deswegen haben die einfach gesagt, okay, dann, um es einfacher zu machen, dass das gut abläuft, drehen wir dann so die Schwerkraft mit und sorgen dann dafür, dass sich die wieder zurücksetzt, wenn man wieder auf flachem Grund ist, aber man kann es halt eben ausnutzen, um so große horizontale Strecken zu überwinden. Nice. Ja, und das war der letzte Level. Jetzt kommen wir zum letzten Bosskampf. Und zwar, man Homing-Attackt Sonic und er probiert es abzuwehren. Und nachdem er es abwehrt, Homing-attackt er selbst nach vorne. Und in dem Zeitfenster, wo er Homing attackt und bis er auf dem Boden landet, ist er verwundbar. Und deswegen, man macht mehrere Homing Attacks hintereinander und manipuliert dann ebenso Sonic, dass man alle 5 Hits hintereinander kriegen kann. Und der Boss ist sehr leicht
zu verhauen, gerade wenn man nervös ist. Ich habe sehr viele Runs daran verloren. Oh, das war gerade wunderschön. Ja, ich hasse diesen Bossfight. Das ist, das ist ein klassischer Zeitverlust in Sonic Adventure 2 in Runs. Das passiert jedem Mal. Praktisch jeder Runner, selbst Top-Runner, hatten mal irgendwo eine PB, wo sie mal mindestens 30 Sekunden an diesem Boss verloren haben. Es ist wunderschön. Dieser Boss ist ekelhaft. Dieser Boss ist so blöd. Ich hasse ihn. Er ist eigentlich nicht schwer, aber es ist halt wirklich eine Timing-Sache. Und gerade wenn man nervös ist oder so, ist es so leicht, das einfach falsch zu machen. Aber ja, das war Dark Story. Und auch eine ziemlich solide Zeit. Es gibt wenige Leute, die überhaupt unter 39 Minuten schaffen. War ein schöner Run. Ja, sehr guter Run. Thank you so much to my couch for you guys, for the work that you did and for the good commentary. Thank you to the crowd. You guys are awesome. Yeah, just so much fun to have people cheering me on, even though I made that mistake in final place. You know, it's been a real pleasure and blessing to be here. Du bist nicht Sif. Wer bist du? Was machst du in meinem Bett? Hi, Neo. Hi. Was soll ich Sif sein? Viele Verstecke gibt es in den Suchlevels. Es gibt ca. 100 verschiedene Orte für jeden Level, wo Emerald Pieces sein können. Und die haben alle ihre eigenen Hints, mit denen man die finden kann. Also es ist eine Menge.